In diesem Haus bleiben LKW stecken. Besonders kurios, durch das Gebäude in Thüringen führt eine Landstraße. Die kleine Durchfahrt ist für die großen Brummis einfach zu eng. Alles geht hier durch. Und das ist schon, ja, das ist schon wie hilflos, Ohnmacht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und hoffen, dass es noch lange gut geht mit dem Verkehr, dass nicht noch mehr Schäden kommen. Aber kann morgen schon wieder passieren, dass hier ein LKW den Balken wieder rausholt. Kann morgen schon passieren oder jeden Tag. Karl-Heinz Vogelei arbeitet seit 35 Jahren direkt über der vielbefahrenen Durchfahrt im historischen Grenzhaus. Eigentlich sollten hier die großen Laster gar nicht vorbeikommen. Das zuständige Amt hat extra Höhenbegrenzer aufstellen lassen. Gebracht haben diese wenig, sagen die Anwohner. Laut Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr seien auch Navigationssysteme schuld daran. Die Verkehrsteilnehmenden vertrauen diesen Geräten oft blind, ohne auf die ausgewiesenen Beschränkungen zu achten. Das ist normal. Das ist normal. Das ist noch keine Höhe. Das ist noch keine Höhe der LKW. Das hat noch keine Höhe. Aber es sieht schon eng aus. Naja, das ist alles noch gut. Alles noch im grünen Bereich, sage ich mal. Unzählige Male ist es schon für LKW-Fahrende zu eng geworden. Die Unfälle hat der 66-Jährige mit der Kamera festgehalten. Karl-Heinz sorgt sich besonders um das denkmalgeschützte Gebäude. Ja, man ist auch irgendwie ohnmächtig. Man weiß, da gibt es keine Lösung für irgendwie. Es ist ein Problem, was uns noch lange beschäftigen wird. Und dieses Haus ist natürlich... ja, immer in einer Art Kriegssituation. Es sind Erschütterungen da und also ständig unter Stress, sage ich mal, dieses Haus. Ne? Die Anwohner erzählen uns, dass es hier fast jede Woche kracht. Manchmal gehen auch nur Außenspiegel zu Bruch. Auch Nachbar Ulrich Otto kennt die Durchfahrtsproblematik und leidet unter dem Verkehr. Zuletzt wurde sein Zaun von herabfallenden Balken beschädigt. Die Erschütterung des Hauses, das ist ja gar nicht dementsprechend gebaut, dass hier dann, früher sind Pferdefuhrwerke hier durchgefahren. Gell? Und jetzt fahren Laster hier durch mit 10 Tonnen oder 15 Tonnen drauf. Die letzte Hoffnung der beiden ist eine Umgehungsstraße oder ein generelles Durchfahrtsverbot für die ganz großen LKW. Damit in Zukunft nur noch ganz kleine Pkw hier durchfahren.